wurde jetzt gerade ins Archiv drin, ehrlich gesagt. Ins Archiv? Darf ich da mal mit reingucken? Wenn du eine Minute Zeit hast? Ja. Komm, klar. Mal mit, ja? Okay. Hier sind wir in unserem Wings-Archiv. Also, lassen wir mal kurz die Dinger mit abstellen. Gibt es denn eigentlich noch das allererste Wings-Modell? Ja, glaube, das muss ich kurz überlegen, aber das ist die U52 gewesen, 1 zu 160, gib mir noch kurz einen Moment, da. Ja, das müsste sein. Das ist die, mit ziemlicher Sicherheit sogar die erste Auflage von dem Modell damals, dann ist noch so eine Schuber-Verpackung gemacht. Maßstab 1 zu 160. Ist auch ein anderer Maßstab als heute, oder? Genau, das ist Spur N. Wir wollten eigentlich damals, ganz zu Beginn, wollten wir eigentlich 1 zu 500 aus Kunststoff machen hier in Dietenhofen. Dann kamen wir mit der Lufthansa allerdings zusammen. Und das war denen einfach zu klein. Sie wollten was Großes, Präsentatives, Premium-mäßiges. Und dann haben wir uns eigentlich auf den Maßstab 1 zu 200 geeinigt. Haben sie aber gemeint, naja, aber die U52 soll schon ein bisschen was hergeben. Und dann hat man gesagt, naja, 1 zu 160 ist auch ein gängiger Eisenbahnermaßstab, Spur N. Dann nehmen wir das fürs allererste Modell, nehmen wir das. Und für diese Model Edition, die spätere Premium-Serie, ist man dann eben auch ausgewichen auf 1 zu 200. Und damals wurde dann noch, das Modell ist auch hier in Deutschland entwickelt, auch produziert worden. Wir haben auch da bei den ersten Auflagen sogar noch ein kleines Schildchen noch beigepackt. Mhm. Ein bisschen nachempfunden von diesen kleinen Plaketten, die dann Innenmaschinen sind mit der Werksnummer. Auch eine kleine Anleitung dabei. Ich bin erstaunt und froh darüber, dass ich jetzt gerade eins rausgezogen habe, das auch vollständig ist. Auch mit der kleinen Erklärung, was die ganzen vielen kleinen Antennen und Rohre dabei sind. Das ist einfach auch Wahnsinn. Ein bisschen zum Erklären damals, auch in zwei Sprachen. Dann eben, ich glaube, ich habe das Englische zuerst gezeigt. Genau. Und eben da noch, gut, da eine kleine Werbung mit einer Antwortkarte. Das gibt es heutzutage auch, glaube ich, nicht mehr so. Antwortkarte, ja. Für Historiker. Für Historiker, genau. Genau, kann man auch sammeln. Wenn die Briefe mal die Ersttagsstempel drauf wäre, wäre es vielleicht noch mehr wert. Genau. Ja. Wenn man überlegt, wie klein die Züge sind, 1 zu 600, der N-Maßstab, dann merkt man auch einfach, wie groß Flugzeuge im Verhältnis sind, ne? Auch in der heutigen Gesellschaft. Und dann trotzdem nur, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube für 20, ungefähr um die 20 Passagiere war die U52 ausgelegt. Und wenn man jetzt eine Spur N im Waggon nimmt, da passen dann schon deutlich mehr rein. Das stimmt, zumindest von der Passagieranzahl her ziemlich luxuriös. Ja. Wie viele Modelle stehen denn überhaupt hier so in dem Archiv? Geschätzt sind wir auf jeden Fall bei 6.000. Ich schätze eher an die 7.000 verschiedene Modelle, die wir hier zusammengetragen haben über die Jahre. Ist auch recht vollständig. Also ich glaube, dass wir vielleicht bis auf ganz wenige Ausnahmen, vielleicht im einstelligen, zweistelligen Bereich, dass wir hier wirklich jedes Modell hier unten mindestens einmal haben. Vielleicht sogar mit dem Vorserienmuster dazu. Mhm. Also es ist schon umfangreich geworden. Also das hätten wir damals nicht gedacht, dass wir hier auch so einen ganzen Raum mal brauchen würden. Ist denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr Flugzeuge hergestellt habt? Die Denke war eigentlich in den 80er Jahren, wir hatten damals schon, wir hatten zuerst die Autos, wir hatten die LKWs, wir hatten sogar Schiffe. Und stimmt, ja. Also für Hapag-Lloyd damals hauptsächlich produziert. Und dann dachte man, naja, es fehlt aber noch was. Eigentlich die Fliegerei fehlt dann schon. Und dann kam man eben auf die Idee, eben aufs Kunststoff, weil hier unser Steckenpferd ist einfach Kunststofffertigung, dass wir die 747 hier im Maßstab 1 zu 500 entwickeln aus Kunststoff. Dazu eine Serienproduktion ist nie gekommen. Wir haben viele Muster gemacht, auch den Fluggesellschaften gezeigt. Und dann kam uns in dem Fall glücklicherweise die Lufthansa dazwischen und wollte eben andere Modelle haben. Und das erste Ergebnis haben wir jetzt hier gerade angeschaut. Und daraus ist praktisch alles das entstanden, was man jetzt hier so sieht. Genau, also da ist es dann wirklich, wir sind dann doch später zugekommen, 1 zu 500 zu machen. Lufthansa wollte dann auch was Kleineres haben, dann auch für den Bordverkauf als Werbemittel, als Werbegeschenk. Und dann haben wir zwei, drei Jahre später, 1992, haben wir erstmal für den Handel Modelle angekündigt. Und ja, seitdem zunächst ein 1 zu 500 und dann ist ein bisschen was draus geworden, ein paar Modellvarianten. Gibt es denn hier noch mehr so Schätzchen im Archiv? Ich glaube schon ganz viele, also viele verschiedene Schätzchen. Wir haben Modelle, die nie produziert wurden, also existieren Muster, aber es hat nie in der Serienfertigung gegangen. Wir haben aber auch zumindest ein Modell, das gibt es so im Original wie auch im Modell eigentlich nicht. Also wir haben ein Vormuster gemacht, aber das Original hat auch nie abgehoben. Das würde ich gerne mal sehen. Ja, gern. Moment mal schnell.
Ist mal ganz hinter. Ah. Hier haben wir viele von den, was wir nennen, Weißmuster oder Testschüssen. Da sind wir. Da sind wir zu Hause. Ja. Und zwar gab oder gibt es nach wie vor eine Firma Dornier. Ja. Und die hatten in den Nullerjahren ziemlich anfangend Erfolg mit einer 328-Serie. Das gab es dann als Propellerflugzeug und auch als Düsenflugzeug. Und die wollten aber, das war für auch ein kleiner Regionalzubringer. Und die wollten dann nur mal größer werden. Und haben ein Flugzeug entwickelt für bis zu 70 Sitzplätzen. Das sollte die Dornier 728 werden. Und wir hatten damals die Form schon gebaut. Dornier wollte auch damals abnehmen. Leider ging das schief. Finanziell für Dornier. Sie mussten das Projekt einstellen. Kam nie zu einer Serienfertigung des Originals. Es hob auch nie ab. Es gab ein einziges fertiggestelltes Exemplar. Das war mehr für Rollzwecke, für Rolltests gedacht, nicht für den Erstflug. War auch schon fertig lackiert. Wir durften allerdings nicht weitermachen wie das hier, ein Weißmuster. Und das war es dann eben leider. Das heißt, das ist wahrscheinlich dann unbezahlbar, dieses eine Modell, oder? Es ist wirklich ein teures Modell, ehrlich gesagt, von den Entwicklungskosten her. Und jetzt haben wir hier, zwei Stück haben wir derzeit. Der Rest ist irgendwo bei Dornier, bei irgendjemandem. Gibt es irgendwelche Modelle hier, die besonders wertvoll sind im Laufe der Zeit, durch Sammlernachfragen im Wert gestiegen sind? Oder gibt es ein Modell, was besonders oft verkauft worden ist? Sowohl als auch. Ich kann ja mal, also zum Beispiel ein Modell, was sehr in Wert gestiegen ist oder was sehr beliebt ist. Wir haben Modelle, die flogen auch wirklich so von Japan Airlines in der Disney-Bemalung. Mhm. Gab es insgesamt 6 verschiedene Flugzeuge. Wir haben davon 3 verschiedene Versionen in 1:500 gemacht. Und die seltenste, die suche ich jetzt bloß gerade, die haben wir nämlich, das ist hier zum Beispiel die, gab eine rosane, gab eine weiße und die seltenste Ausführung ist eine blaue. Mhm. Die blaue ist deswegen halt so selten, die ist nämlich nie in Verkauf gegangen, die wurde an Bord der Originalmaschine verlost. Und ist halt dann eben leider in sehr vielen Händen geraten, die nichts damit anfangen konnten. Sie gesehen haben, was damit passierte. Jetzt hoffe ich, dass ich die richtige erwische. Das ist diese blaue hier. Von Menge her, gut, es waren da seinerzeit 3000 Stück. Also wo man sagt, na gut, es ist schon mal eine ganz nette Menge. Mhm. Aber dadurch, dass die halt wirklich eigentlich nie in den Verkauf ging, sondern wirklich nur an Bord dieser Maschine, also ganz nur an Flügen, von dieser blauen dann auch, wurde das damals verlost, diese 3000 Exemplare. Und viele davon sind halt dann einfach kaputt gegangen nach dem ersten Spiel. Das ist ja kein Spielzeug. Und sollte doch mal einer auftauchen im Internet bei Auktionsplattformen, dann ist es mindestens dreistellig, wenn nicht mehr. Jetzt sind wir hier im Archiv. Ich sehe aber nur Flugzeugmodelle. Ja. LKW und PKW sind hier gar nicht. Habt ihr die nicht eingelagert? Sonst hätten wir kein Platzproblem oder ein Riesenplatzproblem eigentlich dann. Nee, das ist ganz woanders, Gott sei Dank. Ja, ah, okay. Also wir kämpfen hier schon mit dem Platz nach den vielen Jahren. Aber da würde ich dich auch kurz hinbringen. Ja, ja, okay. Wenn du magst. Gerne. Okay. Also das muss ich jetzt auch noch mitnehmen. Ja, okay.